Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet über die Partnervereine der DB AG. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Diesmal auf dem Prüfstand Herthas Abwehr vor dem Schalke-Spiel. Auf dem Weihnachtsmarkt Herthas Brasilianer Raphael und Ronny. Und auf Kurs. Frankfurt steuert Richtung erste Liga. Am Freitag gilt es. Schalke kommt und Hertha ist gefordert. Berlins Abwehr muss die zweitbeste Offensive der Liga stoppen. Berlins Viererkette muss Raoul und Huntelaar in den Griff kriegen. Alles leichter gesagt als getan. Wir müssen schauen, dass wir defensiv sehr gut arbeiten, dass wir da wenig Torchancen zulassen, weil sie eben aus wenig Möglichkeiten sehr viel machen, weil sie eben die individuelle Klasse haben. Aber das wissen wir und deswegen bereiten wir uns dann auch darauf vor. Hertha im Herbst 2011 gut, aber noch längst nicht zufrieden. Die Berliner blieben zuletzt im Oktober gegen Mainz ohne Gegentor. Seitdem schlug es in Krafts Kasten im Schnitt zweimal pro Spiel ein. Bloß gut, dass Hertha auch selbst immer traf, eben auch zweimal pro Partie. Offensiv glaube ich, wir wissen selber, dass wir sehr gut sind und können wir auch die eine oder andere Torszene rausspielen und Tore erzielen. Aber konkret, wie Sie auch sagen, es wird harte Arbeit für uns, nicht nur für mich oder Verteidiger, sondern für die ganze Mannschaft. Hertha im Herbst 2011, Tabellenneunter vor finanziell deutlich besser gestellten Teams wie Hoffenheim, Hamburg oder Wolfsburg. Dennoch, am Freitag gilt es. Mit einem Sieg gegen Schalke kann Hertha nicht nur die Fans verwöhnen, sondern auch ein Ausrufezeichen am Ende einer guten Hinrunde setzen. Ja, letztendlich können wir schon zufrieden sein, obwohl haben wir Gefühl, dass war mehr drin. Aber es gibt noch zwei Bundesligaspiele, ein Pokalspiel. Wir müssen richtig Gas geben und wenn wir noch ein paar Punkte holen, dann ich glaube, das war eine erfolgreiche Hinrunde. Zwei Brasilianer in Berlin, die Rede ist von Raphael und Ronny. Zwei Brüder, eine Erfolgsformel. Ronny macht Rafa stärker. Den Bruder um sich zu haben, mit ihm zusammenzuspielen, macht Rafa besser, stärker, stark, wie nie. Ja, es läuft wirklich gut für mich in dieser Saison. Ich bin zufrieden. Doch es geht noch besser. Ich weiß, dass ich mein Spiel auf ein noch höheres Niveau bringen kann. Der Brasilianer erzielte in dieser Saison schon 5 Tore, dazu gab er 5 Vorlagen, übrigens genau wie Mario Götze. Raphael hat sich in Berlin unverzichtbar gemacht. Das war zu Saisonbeginn noch anders, beim Auftakt gegen Nürnberg wurde Rafa nur eingewechselt. Seitdem zeigt er den richtigen Biss. Rafa spielt eine tolle Saison. Es ist natürlich immer einfacher, wenn es auch in der Mannschaft stimmt. Ich weiß aber, dass mein Bruder noch mehr Potenzial hat. Man darf sich auf Erfolg nicht ausruhen und genau das wird Rafa auch nicht tun. Raphael ist nicht nur unverzichtbar für Hertha geworden, er hat auch das Interesse anderer Vereine geweckt. Bei Arsenal London steht er angeblich auf der Wunschliste ganz oben. Es ehrt mich natürlich, wenn ein großer Verein wie Arsenal an mir Interesse zeigt. Aber mein Herz schlägt für Hertha. Ich habe hier noch viel vor und würde gerne mit Hertha einen Titel gewinnen. Das könnte wohl noch eine Weile dauern, aber Raphael hat ja noch einen Vertrag bis 2014 bei Hertha. Gerade erst ist er umgezogen in ein Penthouse am Potsdamer Platz. Rafa, Berlin und Hertha, das passt einfach. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Berlin, auch in der neuen Wohnung. Ich bin einfach glücklich hier. Ich bin ein Berliner. Und ein Berliner hat auch im Schnee seinen Spaß. Raphael und Ronny haben sich mittlerweile auch mit dem Winter hierzulande angefreundet. Für Brasilianer ein echter Liebesbeweis. Ein Hauch von Euro 2012 wehte vergangene Woche durch den DB-Tower am Potsdamer Platz. Die Botschafter Polens und der Ukraine, also der Gastgeberländer der Euro, hatten zum Empfang geladen. Gemeinsam wurde dann im DB-Tower die Gruppenauslosung der Euro geschaut. Ich fand die Anfrage fantastisch und wir haben nicht eine Sekunde überlegt, haben einmal telefoniert, ob die Räume frei sind, weil sie sind ja immer sehr begehrt und haben uns gefreut, der polnischen und der ukrainischen Botschaft zu sagen, ja, kommen Sie gerne mit Ihren Gästen bei uns vorbei. Ein gelungener Abend im DB-Tower, immerhin erwischte Deutschland ja eine sehr attraktive Gruppe und die Gastgeber freuten sich über nicht allzu schwere Lose, sodass alle Fans von Deutschland, Polen und der Ukraine auf eine erfolgreiche Euro hoffen dürfen.
Mit der Deutschen Bahn können Sie direkt ins Euroland Polen reisen und natürlich auch zu allen Bundesligaspielen. Alle Informationen finden Sie im Netz in der Fanecke der Bahn, ob zur Anreise, Stadien oder Eintrittskarten. Hier erfahren Sie auch alles über das Fanticket. Das gibt es im Berliner Hauptbahnhof oder telefonisch. Gilt für alle Auswärtsfahrten der Hertana und kostet nur 35 Euro pro Strecke. In Frankfurt ist man vorbereitet auf ein besinnliches Weihnachtsfest. Zumindest im Fanshop gibt es alles, was das Eintrachtherz begehrt. Doch halt, in den letzten beiden Spielen geht's gegen Fürth und St. Pauli, zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf. Da kann noch viel passieren, im Guten wie im Schlechten. Ja, wir sind nicht 100% zufrieden, weil wir sind nicht Tabellenführer, das ist unser Ziel. Aber trotzdem, wir haben ja, gute Laune, wir versuchen Spaß zu haben jeden Tag beim Training. Und der Spaß kommt offenbar nicht zu kurz, auch nach dem Training. Das ist mein Freund Mo Idrisu. Hey, was ist Japan? Er kommt aus der Türkei, man merkt's, oder? Man sieht's, man spürt's, die Laune ist bestens beim Tabellenzweiten aus Frankfurt. Am Montag kommt Fürth zum Topspiel. Gelingt ein Sieg, hätte die Eintracht schon 5 Punkte Vorsprung auf Greuther. Ja, sie sind hinter uns dran. Und es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wenn wir das gewinnen, haben wir schon ein richtig gutes Zeichen gesetzt. Und dann geht's kurz vorm Fest noch nach Hamburg zu St. Pauli. Punktet Frankfurt auch auf dem Kiez, könnte der Weihnachtswunsch von Karim Matmur tatsächlich in Erfüllung gehen. Dass wir Tabellenführer sind. Dann wäre wirklich alles bestens unterm Frankfurter Weihnachtsbaum. In dieser Sendung verlosen wir ein Hertha-Trikot mit den Autogrammen von Raphael und Ronny. Beantworten Sie einfach folgende Frage. In welcher Saison spielten Raphael und Ronny erstmals zusammen für Hertha BSC? A. 2006, 2007 oder B. 2010, 2011? Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 14. Dezember per Mail an gewinnspiel@spielzug.com. Spielzug wünscht viel Glück. Den Preis der letzten Sendung, ein Trikot mit den Unterschriften aller Spieler von Eintracht Frankfurt, gewinnt Matthias Weinfurter aus 65795 Hattersheim. Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, sehen Sie am nächsten Freitag wieder. Im Videochannel auf Sport 1 in der Fanecke der Bahn bei TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar Fernsehen.